Das ist die erste Tagesschau der Woche. Freut mich, dass Sie heute Abend dabei sind, nach dem historischen Abstimmungswochenende mit Rekordquote für die Abzockerinitiative. Bei mir ist der Altbundesrat und SVP Übervater Christoph Blocher. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Für Sie, dreimal haben Sie keine Stimmenmehrheit geholt in drei wichtigen Abstimmungen. Sie haben schon im Vorfeld bei Tele Blocher gesagt, damit werden die Stärken der Schweiz untergraben. Wie fühlen Sie sich jetzt an dem Montagabend? Ja, besser als hier. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass sogar alle drei Vorlagen, wo alle drei die Schweiz schwächen, angenommen werden. Und das ist zum Glück nicht passiert. Die wichtigste, die schlimmste Vorlage, der Familienartikel, ist abgelehnt worden. Aber gleich, Sie setzen ja auf die direkte Demokratie und sagen, der Volk souverän, das ist das Wichtigste. Jetzt haben die auch ihre, also sind ja alle drei, haben Stimmenmehrheit ein Ja gehabt. Das war der Standesartikel, also der Kantonsartikel. Ja, ja, nicht so blöd. Nein, über das reden wir noch nachher. Aber die Kantone haben es verworfen, für das haben wir eine Stände mehr. Genau, also. Aber jetzt trotzdem, offenbar, die direkte Demokratie hat auch Nachteile. Sie tun die zelebrieren und sagen, ohne direkte Demokratie ist die Schweiz nicht mehr die Schweiz. Und darum gehen wir nicht näher an die EU an. Und jetzt machen die souveränen Leute so einen grossen Fehler. Ja, das ist doch, ich habe nie gesagt, Volkerstimme ist Gottes Stimme. Und ich habe manchmal schon verloren. Aber die direkte Demokratie müssen sie beibehalten. Und das gilt auch, ob es einem passt oder nicht. Die Sachen müssen jetzt durchgesetzt werden. Also die zwei Sachen sind ja nur noch zwei. Das Umplanungsgesetz muss halt durchgesetzt werden. Wer das durchsetzen, weiß ich auch nicht. Da komme ich nicht recht raus. Und die Minderinitiative muss halt auch durchgesetzt werden. Und man muss jetzt halt schauen, dass es für die Unternehmen, die es nicht trifft, wegen dem sind wir ja so dagegen gewesen, dass dort nicht zu grosse Nachteile aber treffen. Sie wollten ja alles machen. Sie haben ja verhindern, dass das Volk kann sagen, in dieser Abzockerinitiative. Und der Thomas Minder hat das wie folgt beschrieben. Es gehört auch zum Gedankengut der SVP, auf das Volk zuzugehen und den Souverän entscheiden zu lassen. Deshalb verstehe ich bis heute nicht, warum Christoph Blocher mich fast zu Tode geprügelt hat, damit ich endlich die Initiative zurückziehe. Ja, der Sinn ist eine gesetzliche Regelung, die nachher sofort passiert. Jetzt haben wir Initiativen. Was da rauskommt, weiss niemand. Das andere wäre eine griffige Lösung gewesen, noch griffiger in Bezug auf die Salär von der Verwaltungsräte. Viel griffiger als seine. Aber der ganz Kasumpel wäre weggeblieben. Aber, Herr Blocher, aber jetzt hat das Volk entschieden. Nein, aber Herr Blocher, es waren 68%. Es war also eine ganz klare Mehrheit. Ja, ja, ist ein Bedürfnis gewesen, offenbar sich da zu äußern. Sie, als man den Euro eingeführt hat, waren es 100% und ist es elend gelaufen. Passen Sie auf. Oh, ich bin doch nicht ein Politiker, wo beim Euro? Wo man den Euro eingeführt hat. Alle Länder, man hat sogar... Aber es hat keine Volksabstimmung. Wir reden jetzt von der Schweiz. Warten Sie nur, Wir reden jetzt von der Schweiz. Wenn Sie mich über das reden, was ich jetzt will. Sie haben mich ja eingeladen, nicht um Ihnen zuzuhören. Aber Euro hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Ich sage nur, was ist in der Geschichte schon alles passiert, wenn man Politiker hat, die den Finger in die Luft hebt und sagt, wir sind immer für das, wo es eine Mehrheit gibt. Sie gehören doch nicht zu denen, Herr Schawinski. Sie haben mir mal gesagt, wo es Mode war, dass man links wäre, ich habe SP gewählt. Dann sind die Grünliberalen gekommen. Sie haben gesagt, ich habe Grünliberal gewählt. Gut, Sie sind kein Politiker, Sie können das machen. Ich habe immer im Leben für mich das eingesetzt, was ich finde, ist am besten für die Schweiz. Denken Sie mal, die ganze wichtigste Abstimmung über den EWR. Können wir über das reden, was jetzt passiert ist? Ja, jetzt können wir das so bringen. Können wir das? Und Sie haben die Volksabstimmung verhindern. Sie können doch jetzt nicht einfach... Nein, ich kann nicht die Volksabstimmung verhindern. Ich wähle, dass das Problem der exzessiven Löhne sofort gelöst wird mit dem Gesetz. Wenn die Schweizer Volk sagt, das soll jetzt sofort nicht gelöst werden, wir haben lieber die Grundsätze, er hat ja nur Grundsätze in der Verfassung, dann tue ich mich da. Jetzt bleibt alles beim Alten noch mal zunächst. Also jetzt was nachher kommt, weiss ich nicht. Okay, Ihr Parteikollege, der Yves Nidecker, hat gesagt, glaube noch gestern, die Initiative könnte rasch umgesetzt werden, indem man den Text des Gegenvorschlags als Grundlage nimmt und ihn um die Teile, die die Initiative zwingend vorsieht, abändern würde. Ja. Sind Sie da einverstanden? Ja. Ich muss ich Ihnen sagen, ich muss das jetzt nicht machen. Jetzt, wo der Bundesrat. Nein, jetzt, wo der Aber Bundesrat. Das Parlament könnte doch jetzt. Jetzt, wo der Bundesrat
einen Vorschlag machen, muss eine Expertenkommission sein. In dieser Initiative hat es gar keine zwingende Sachen. Es sind alles nur Grundsätze. Er hat auch nicht drin, dass man zwingend muss über die Löhne abstimmen, sondern nur, man muss abstimmen, nicht genehmigen. Also, aber wir müssen jetzt nicht noch mal eine Abstimmungssache machen. Genau. Jetzt geht es schön weiter. Der Bundesrat macht jetzt das. Wenn er in einem Jahr keinen Vorschlag, kein Gesetz hat, dann bringt man eine Verordnung machen. Und dann halten wir sich an das und fertig. Und wenn es Nachteile gibt für die Arbeitsplätze, müssen wir die halt prägen. Aber Sie haben ja selber gesagt, 80% sagen auch deine, von dem, was die Initiative hat, im Gegenvorschlag. Gut, ja. Und das Parlament hat 21 von 24 Aspekten hat schon behandelt. Sie machen doch, das. Machen. Machen Sie doch. Ja, Sie müssen das machen. Sie sind im Parlament. Ich bin unterlegen. Ich kann es nicht machen. Jetzt müssen die, die gewonnen haben, müssen jetzt an die Säcke. Moment mal. Gewonnen hat das Volk. Verloren hat das Parlament. Nein. Hat einstimmig abgelehnte Initiative. Und jetzt kommen wir doch auf also das. Also der Herr Sie Minder und gesagt, die Linke und die Grünen. Und die kommen jetzt, als ich sehe, was die für abenteuerliche Vorschläge bringen. Die wollen noch mehr, die wollen etwas anderes. Lassen Sie es jetzt machen. Jetzt haben Sie abgestimmt und jetzt kommt es so raus, wie wir gesagt haben, zunächst haben wir nichts, sonst hätten wir sofort eine Lösung. Aber das Volk hat so entschieden. Es ist ja auch so gewesen. Man hat ja gewusst, das hat auch der Minder gewusst. Und ich habe ihm gesagt, wenn du jetzt die Initiative zurücktrittst, gilt das Gesetz und dann haben wir es sofort. Das ist nicht undemokratisch. Und aber es ist nicht direkt in Demokratie. Ich habe noch nie gesagt, man müsse über sämtliche Sachen abstimmen, die es in der Schweiz gibt. Bei den Wichtigen. Ja. Das ist also nicht lebensnotwendig. Jetzt kommen wir zu der zweiten. Sie würden jetzt gerne ein bisschen nein, Moment, Abzucker ich bin, reden, nein, weil das den Horizont ja, das interessiert nicht übersteigert. Dann kommen wir schon noch zu der Familie, zum Familienartikel. Aber Sie sind immer angetreten gegen Klasspolitik. Sie haben gesagt, die dort oben. Aber Sie repräsentieren doch da. Und Thomas Minder, er ist gegen Klasspolitik-Adresse, gegen Klassökonomik, alleine. Eigentlich müsste er Ihre Sympathie haben, weil Sie sind jetzt plötzlich Teil des Establishment. Ich muss Ihnen sagen, das war Ihnen alleine. Das weiss er genau. Ja. Er hat gewusst, die Initiative kann man fast nur gewinnen. Ich habe das auch gewusst. Aber ich habe gesagt, wenn es verantwortungslos ist, mache ich es nicht. Zweitens, er hat alle Journalisten auf seiner Seite. Stimmt gehabt. Überhaupt nicht. Ich habe noch nie einen gesehen, der so konnte. An Ihrem schweizerischen Fernsehen, wo Sie jetzt arbeiten, solltet ihr mal sehen, die Zusammensetzung an der Arena. Weil er gesagt hat, mit dem Blocher gehe ich nicht. Mit dem Blocher gehe ich, man hat mich ausgeladen wieder. Die meisten Zeitungen, angefangen von der Neuen Zürich Zeitung, haben während Monaten Kampagne gemacht gegen Minder. Ja, die Kampagne war ja gut. Also, wenn ich das Kampagnenli gesehen habe. Nein. Aber schauen Sie, ist ja gleich, ich mag ihm ja gut und ich gratuliere ihm. Das ist eine Frage. Mögen Sie es ihm wirklich gönnen? Ich mag es gönnen. Haben Sie ihm gratuliert? Ich hätte nur... Haben Sie ihm schon gratuliert? Nein, ich sehe ihn erst heute Nachmittag. Ich lange ja noch. Gut. Ich muss nicht jedem gratulieren. Aber einer derjenigen, der man viel mehr gratulieren muss. Eine Familieninitiative habe ich auch niemandem noch gratuliert. Aber es ist ein Kantensieg, einer, den Sie noch nie erreicht. Und dann der Herr Freisinger im Wallis, der muss ich schon lange schreiben. Er sagt, der Robin Hood aus dem Wallis. Aber der interessiert sich nicht, weil der ist natürlich SVP, der darf es ja nicht loben. Jetzt muss ich Ihnen sagen, das Abstimmungswochenende ist ja klar. Wenn die drei Vorlagen durch wären, wäre die Schwächung der Schweiz, das sehe ich. Es geht halt der Schweiz jetzt sehr gut, dann schwächt man halt die Grundlagen. Und das Wichtigste ist, kommen wir nochmal auf das zurück, jetzt rede ich nicht mehr über die Initiative, minder an den Streiteleien, sondern das ist die Familienvorlage. Aber ich will es gleich noch eins sagen. Das ist der grosse Hintergrund. Sie sind, ich darf dort sind wir auch alleine gewesen, das sagen gut. Sie nicht. Okay. Gegen alle Zeitungen, aber Sie, gegen alle. Aber Sie haben ja nicht einmal Ihre eigene SVP Basis haben Sie da können finden. Die Mehrheit von der SVP, und die ist jetzt Ihnen nicht gefolgt. Und die hat ja Ihnen dort noch die Mehrheit gegeben bei der Delegiertenversammlung. Und jetzt ist das so hinten runtergefallen bei dieser Abzocke-Initiative. Also der weiss ich das, nicht, ob die wieder gestimmt ist, haben. Ist das nicht? Ja, mit 68%. Ja, natürlich. Ich habe nie gesagt, wir haben einen Haufen Leute, die anders stimmen. Aber ist das nicht ein Bumerang jetzt für Sie persönlich, dass Sie Ihre Partei so in die falsche Richtung führt? Oh, in die richtige Richtung. Aber man hat nicht gewonnen. Ja. Ich habe schon manchmal verloren. Und richtig gehabt. Aber denken Sie mal an die Schulvorlagen. Aber nicht in der eigenen Partei. In der eigenen Partei auch. Ja. Aber schauen wir doch, was Ihre Leute sagen. Ja, jetzt. Das verleiden auf die Leute, wenn wir immer kommen mit Blocher und mit den Sachen, die da
aktuell in den Zeitungen kommt und in den Medien diskutiert wird. Es verleitet den Leuten einfach immer, das Gleiche zu hören. Ja, die Jüngeren machen auch gute Politik. Und er ist jetzt einfach irgendwie vorbei, denke ich jetzt. Es ist fast unmöglich, dass überhaupt eine neue Chance hat, zum Jüngeren zum da reinkommen. Das ist so, ein bisschen, die Geschäftsleitung ist so ein bisschen für sich. Also und jetzt haben Sie da so eine wirklich grosse Schlappen erlitten bei dieser Abzug-Initiative. Was meinen Sie, wie die Leute jetzt heute denken? Wie viel? Das ist furchtbar. Sie, wenn die Leute wollen, dass ich nicht mehr politisiere in der SVP, dann sollen sie es sagen. Sie haben doch ein halbes Jahr lang, Sie auch, gesagt, der Blocher soll jetzt endlich zurücktreten. Ich habe nie gesagt. Mal nach der SVP-Wahlen im 2000. Würde ich nie sagen. Habe ich, dann sind die Partei gesagt, bleib du als Vizepräsident. Dann habe ich gesagt, los, wenn es muss ich, mache es. Nachher immer auf den Berg gegangen, die ganzen Medien da. Stehen die Ovationen, bevor man abgestimmt hat. Ich höre da mal auf mit dem Zeug. Und es darf doch jeder auch etwas sagen gegen mich in dieser Partei. Ich bin doch nicht so ein Waschlumpen, wo man nur sagt, das ist ein guter Mann. Aber die Frage ist ja natürlich, ob Sie nicht einfach irgendwie den Tritt verloren haben, nicht mehr wissen, ja, wo die mehrheitsfähigen Themen sind. Ja. Das war Ihre Stärke. Ja. Da hat man gesagt, der hat wirklich das Gefühl. Sie kennen meine Geschichte nicht. Ich bin doch schon so manchmal unterlegen. Ja, aber schon in meiner Anfangszeit, denken Sie ja sehr recht, denken Sie dazumal, das war ja ein Grosskampf. Die Folge sieht man heute alle in den Schulfragen. Im Kanton Zürich machen wir jetzt alles rückwärts, wo ich unterlegen bin. Und es gehört in der Politik dazu, nicht zu schauen, was euch das eben und diese. Sagen, hört, für unser Land hat es die und die Vor- und die Nachteile. Und ich bin entschieden dafür, dass man es so macht. Und für das stimmen wir ab. Und wenn das Volk anders wird, dann gilt halt das. Das Hauptargument war ja gegen die Minder- oder Abzockerinitiative, das gäbe Wettbewerbsnachteile für die Schweiz. Das haben Sie vorher auch schon wieder erwähnt. Jetzt hat ja die EU letzte Woche eine Bonusregelung gemacht. Ja. Sie lachen. Ja, die weitergeht. Die eigentlich weitergeht als der Abzockerartikel. Also die anderen ziehen nach. Und die Schweiz hat jetzt erstmals seit Jahren ein gutes Image im Ausland. Das ist Ihnen gleich. So, das finden Sie noch schlimm. Ja, gut, bei wem kommt auf Farbe? Ist ja mir gleich, dann ist ja prima. Ja, aber also jetzt freuen Sie sich einmal. Erstmals seit Jahren. Ja, wunderbar. Und, also, und die anderen ziehen nach und die Schweiz wird als Vorbild genommen in einer Wirtschaftsfrage. Ja, was sagen Sie da dazu? Jawohl. Jetzt habe ich gehört, was die EU beschlossen hat. Hey, ich bin ein Mann von der Industrie. Etwas Lustiges gibt es nicht. Wissen Sie, was die gesagt haben? Ich weiß es genau. Ein Bonus, ein oder maximal zwei Jahresgehälter. Wissen Sie, so war das führt? Dass man die Jahresgehälter ja, viele. Und die müssen sie auch noch zahlen, wenn es schlecht geht. Den Bonus müssen sie nur geben, wenn es gut geht. Das zieht die Leute an mit hohem Salär. Und die kommen hoch über, ob es gut oder schlecht geht. Eine so eine Dummheit, das wissen sie auch in der EU. Aber finden sie nicht sind auch alle einverstanden gewesen. Sind Sie nicht der Meinung, in der Schweiz sollte man Bonussteuer machen und schauen, dass die Bonus nicht einfach übermacht werden? Wissen Sie, was Bonussteuer ist? Was? Das ist eine Unternehmenssteuer. Genau. Das zahlen die Leute nicht, sondern die Unternehmen zahlen sie, das. Dann ganz eine weitere Abzockung. Nein, aber dann gehen sie vielleicht nicht so hoch ja, in Bonus. Können sie denken. Ja. Können sie denken. Sind sie eigentlich sie gegen Bonus? Sich die Bonus? Sind sie eigentlich nein, gegen... Nein. Sind Sie gegen Bonus? Ich war der Erste, der Bonus gezahlt hat in der schweizerischen Landschaft. Aber, Sie sind aber nicht so ein Blödsinn, dass man alle Mitarbeiter an den Aktienkurs bindet. Sondern jeder Mitarbeiter, den man an die Leistung bringen muss, er hat. Das ist ein sehr gutes System. Und ich hatte ein erfolgreiches Unternehmen immer gehabt. Ich lasse mir da nicht noch derigen Dreck nachzurühren. Was? Aber die Regelungen, Sie waren früher eher ein Raider und haben eine Firma gekauft, verkauft. Mal, danke vielmals. Ja, das sind die Abzocken von früher. Ich habe meine Vergangenheit so auf den Tisch legen. Aber das sind die Raider, das sind die, die haben zwar Risiken genommen, wirtschaftliche Risiken genommen. Wenn Sie so viele Arbeitsplätze geschaffen haben wie ich, müssen Sie noch viel machen. Aber jetzt gehen wir weiter. Zum Familienartikel. Jetzt gehen wir zum Sonntag. Sie haben ja mit mir zusammengesessen, wo das Ende gesagt, es geht um eine Analyse vom Sonntag. Genau, jetzt gehen wir zum Familienartikel. Ja, den haben Sie im Vordergrund gestellt, weil Sie gemerkt haben, der Abzocker ist verloren. Nein, von Anfang an habe ich gesagt, schon in Bern haben sie extra den Artikel auf den gleichen Sonntag genommen mit der Abzockerinitiative. Weil sie denken, dann vergisst man es. Man hat es auch fast vergessen. Und wir haben gesagt, das ist der schlimmste Artikel, weil der nimmt jetzt Kindererziehung aus den Händen raus und gibt es dem Staat. Und mit
riesigen Kosten, mit Milliarden von Kosten, die das bringen wird. Und man tut es auf Bundesebene. Dann können unten die Eltern, die Kinder haben, und die Leute, können das nicht mehr ändern. Mhm. Und das ist eine Tendenz, alles auf Bundesebene zu nehmen. Dann kann man nichts mehr ändern, weil es natürlich am Schluss wenn die EU. Und das haben wir gesagt, das müssen wir verhindern, aber wir können es fast nicht. Alle Zeitungen, Fernsehen, alles, haben nicht wollen über den Artikel reden. Aber Ihre Zeitung hat es gemacht. Dann haben wir eine Zeitung gemacht in sämtliche Haushalte. Die da, oder? Ja, das ist hervorragend. Mit dem kommunistischen Stern. Gulag, Kinder im Gulag. Sind Sie stolz auf die Holzhammer-Methode, die hier angewendet wurde? Sie müssen sagen, zu was das führt. Im Gegensatz zu Ihnen bin ich in der DDR. Im Gegensatz zu mir? DDR ich auch. Ja, ich, und zwar habe ich aber mir hat doch nichts habe ich mit der Kindergärten gesagt. Es ist eine Schweinerei, wenn man das sagt, dass man will DDR in der Schweiz machen. Ich habe ja Ihnen bereits den Anfang gesagt. Ja. Jetzt habe ich gehört, eine Mutter und eine zweite Mutter, die haben zusammen 6 Kinder. Haben sich zusammentun, zum Kind hüten. 2 Tage macht es die, 2 Tage macht es die andere, 2 Tage machen es die Grossmütter. Und sie, die sollten mal sehen, jetzt ist der Kanton gekommen, das könnt ihr nicht machen. Ihr braucht eine besondere Ausbildung, ihr braucht besondere Räume. Es fängt doch schon genau an. Aber schauen wir doch, Kanton Zürich ist das in einer Landgemeinde. Aber schauen wir doch, wie die Methode Blocher geht. Wir haben da Aussage für Ihre Tochter. Für mich war immer klar, dass ich nicht 100% Mutter und Hausfrau sein will, dass ich für das auch nicht geeignet bin. Also mir geht dann auch die Decke auf den Kopf. Mein Vater war immer sehr aktiv. Ich hatte nie das Gefühl, ich hätte ihn irgendwie zu kurz gehabt oder ich hätte ihn zu wenig gesehen. Also der Vater? Schönes Familienbild. Aber Mutter war ja der. Mutter ist der. Für ihre Tochter, aber für Kind von ihr eben nicht. Ich weiss noch gut, wie wir es gemacht haben. Ich habe gesagt, Magdalena, du musst Hems führen. Dann hat sie gesagt, du Vater, du vergisst es, in 3 Monaten kommt mein zweites Kind auf die Welt. Da habe ich gesagt, das macht dem Kind nichts. Das ist Ihr Verständnis. Stimmt auch, ja. Das ist keine konservative Familienpolitik. Nein, mit unseren Kindern in der Ordnung und mit den Ehen auch, nur dass sie gerade Zeit haben. Ja, aber gleich, nur, jetzt alleinerziehende Mütter beispielsweise, können sich das nicht so leisten wie jetzige. Das muss sich jeder wissen, aber, wenn beide gehen arbeiten. Aber das ist doch kein traditionelles Mutterbild. Sie wissen, wie die Sachen machen. Oder ja, ich habe gar nicht gesagt, ich habe nicht von einem Mutterbild. Ich habe nur gesagt, verantwortlich müssen die Eltern bleiben. Das ist die Stärke der Schweiz, die Selbstverantwortung der Leute. Und es ist grossartig, dass die Mehrheit der Schweizer Kantone sagt, nein, wir wollen das nicht zu den Händen ausgeben. Man hat ja Erfahrungen mit dem. Und Staatskind, das sind Staatskind, wenn sie schlussendlich am Staat abgehen. Das wollen wir nicht. Jetzt müssen Sie das auch sehen, dass die Mehrheit der Kantone das nicht will. Also. Jetzt haben Sie voran die Demokratie hochgepriesen. Ja. Und jetzt gilt alles wieder nicht. Schauen wir doch das an, das mit der Mehrheit der Kantone. Ich habe das mal angeschaut. Wir haben da, der Kanton Zürich hat ja gesagt, hat jetzt 1,4 Millionen Einwohner, gibt eine Standesstimme. Wir haben Nein-Stimmen, auch bei 1,4 Millionen Kantonen haben wir mal gelesen, gibt es 10 Standesstimmen. Also diese Stimmen zählen 10-mal mehr als die anderen. Haben Sie nicht das Gefühl, dass es langfristige Gefahr wird für die Demokratie? Eben, sehen Sie. Sie kennen ja die Schweiz nicht. Danke. Warum ist die Schweiz überhaupt entstanden? Weil man gesagt hat, die Kantone sind selbstständig. Das ist der Föderalismus da unten. Und die Gemeinden, die haben etwas zu sagen. Das ist der Unterschied zu der EU, die nichts mehr zu sagen haben. Und damit die oben da nicht das Geld verteilen. Und darum muss bei Verfassungsabstimmungen die Mehrheit vom Volk und von den Kantonen sein. Ich schätze die kleinen Kantone auch, ich habe keine Mühe mit dem. Das gilt aber die direkte Demokratie auch. Sonst sagt man am Schluss, ja, die einzelnen Bürger, das sind ja Minderheiten und so weiter, die müssen ja die Schweiz auch schützen. Nein, wir sind auch nur auf Stände mehr losgegangen. Wir haben kein Geld gehabt. Eben, sind wir nur noch die kleinen Kantone, ja, die das Geld ausgeben, wenn ein Sechstel von der Schweiz Sie, wenn wir eine bessere Presse hätten in der Schweiz. Ja. Und nicht so einen eintönigen Mainstream, wo natürlich das Fernsehen auch im Mittelpunkt steht, wo ja immer gegen die SVP ist und ihre Anliegen. Können, haben wir jetzt nicht einen Abstimmungskampf führen können. Das war auch finanziell nicht möglich. Wir können ja nicht in Presseteil hin. Was haben wir gemacht? Wir mussten eine eigene Zeitung machen und in den Haushalt verteilen. Die Zeitungen sind ja dumm. Sie klagen über ihre schlechte wirtschaftliche Situation. Wir hätten ihnen gerne Inserat geben. Aber wenn sie vorne nichts oder das Gegenteil schreiben, nützt ja das nicht. Und nur diese Zeitung allein, mehr haben wir nicht gemacht. Mhm.
nicht so viel ausgegeben, hat dazu geführt, dass die Mehrheit der Kantone Nein gesagt hat. Und jetzt kann das nicht gemacht werden. Das ist ganz wichtig. Aber und bei der nächsten Abstimmung gehen wir dann aufs Volk mehr los. Gut, eben, aber 45% nur. Also die Minderheit bestimmt. Nur, ja, und in gesellschaftspolitischen Fragen sehen wir, also das wird das Bild bleiben. In Umweltfragen, dort werden die Städte auch noch etwas können sagen, dort verlieren sie dann laufen. Ja, wirtschaftspolitische sie Fragen. Verlieren, dann verlieren wir. In der wirtschaftspolitischen Frage ist man auch offen, ist auch alles möglich, vor allem auch durch die Fehler von gewissen Wirtschaftsführern. Ja, wir nehmen nicht stimmt auch, also ja. Es ist eine neue Situation, die jetzt eintreten ist. Aber finden Sie das gut, dass eine Mehrheit von einer Minderheit vielleicht auf Dauer in gesellschaftspolitischen Fragen kojoniert. Die Westschweizer haben sich heute auch schon gewusst, gesagt, irgendwie müssen wir das schon ein bisschen anschauen. Das Ungleichgewicht ist gross. Die Westschweiz war auch die, die gesagt haben, wir sollten in die EU. Und heute sind sie Gott froh, dass wir nicht gehen. Ja. Dass wir nicht gehen müssen. Dortmal haben auch die Deutschschweizer Kantone die überstimmt. Ein anderes Mal war es etwas anders. Und jetzt müssen sie mal den Sonntag anschauen. Wenn ich den Sonntag anschaue. Also ich hätte nie gedacht, dass wir den dass wir mit dem Familienartikel Stände mehr anbringen. Es ist eine konservative Änderung im Gang. Ich schaue jetzt in Kantonien. Kanton Bern, zwei Energieabstimmungen. Energiewende, die auch alle scheinbar wollen. Abgelehnt. Das Gleiche ist in Freiburg vor ein paar Monaten passiert. Das Volk will das nicht. Da sagen sie nichts mit der Klasspolitik, mit der Energiewende, die die durchführen, über die Köpfe weg. Weil das gibt ja Katastrophen, wirtschaftlich und in den Strompreisen wird die Haushalte. Können wir noch beim Thema bleiben? Dann gehen wir weiter. Nein, können wir noch wenn ich ins Thema Wallis gegangen, im Wallis bricht seit 150 Jahren das erste Mal die absolute Mehrheit der CVP. Ist doch grossartig. Und jetzt sind wir mehr nach links. Ist doch grossartig. Ja, aber nicht der Linke und nicht der Grüne. Ist aber der SVP. Ja, aber ja, reden nein, nein. Das ist okay. Das ist, eine, das ist eine konservative, das ist eine konservative Wende im Gang. Jetzt schaue ich an Solothurn. Ja, aber nein, Herr Brocher, nein, jetzt reden wir über die ganze Abstimmung. Ich würde gerne etwas anderes ansprechen. Es ist eine konservative Wende und das ist das ist die Familieninitiative. Gut. Ich hätte nie gedacht, dass wir es anbringen. Gut. Also, Sie haben vorher gesagt, die Medien sagen so monopolistisch. Haben Sie im Vorfall auch gesagt, die Medien, NZZ, Sie müssen drum monopolistisch, Sie haben einfach die Mitte-Links regiert. Wir haben jetzt drum die Mitte-Links regiert. Darum haben Sie, nachdem Sie es lange abgestritten haben, abgelügert haben, haben Sie die Basel-Zeitung übernommen. Und jetzt wundert es mich, Herr Blocher, dass Sie jetzt in erster Linie mit dem grössten Monopolisten aus Ihrer Sicht, mit der Tamedia zusammenarbeiten. Sie drucken dort, Sie verteilen das Magazin, verteilen, Sie haben das gleiche Online-Portal und jetzt wird auch noch die Sonntagszeitung dort verteilt. Was ist passiert? Also erstens, Sie gehören nicht mir. Zweitens, aber ich stehe vorne dran. Ich sage, er rede nur mit Ihnen. Ja, ich tue sie sanieren, eben. Weil ich für die Medienvielfalt bin, für den Teig da. Eben, warum, will, warum gehen Sie die Eigentümer, mit dem Herr Tetamanti. Das ist gut. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, etwas macht sie nicht. Die sieben Nummern hier, die schreibt nicht der Tagesanzeiger. Es welche sind Nummern? Es sind die sechs Zeitungen, Tageszeitungen. Und die muss eine eigene Redaktion haben. Alles andere ist gleich, wer es druckt und wer es verteilt und so weiter. Das könnte von mir aus sein. Wer es will. Nein, aber sie aber ja es ist eine eigene Zeitung. Aber wenn Sie online das Gleiche machen mit dem Tag, am Sonntag so, das machen... Jetzt kommen wir noch mal zu den Abstimmungen. Ich bin ja wegen dem hier angekommen. Nein, Sie haben vorher die Medien erwähnt. Sie haben ja, es angezogen. Medien. Wir haben... das ist eine Zeitung, eine Tageszeitung, wenn sie noch alleine bleiben kann. Das ist ja keine SVP-Zeitung. Aber sie kommen immer mehr an die Medien. Können Sie ja lesen. Und diese Zeitung ist eine eigene Tageszeitung. Sagen Sie mir noch, welche das wir noch haben. Was? Und nicht in den grossen Verlagen liegen. Welche? Ich weiss nicht, ob ihr das dazu gehört. Nein. Ja, mal. Wenn Sie ist das ein grosser Verlag? Wenn Sie online-mäßig mit der Tamedia zusammen sind und online also immer wichtiger... Also Medienvielfalt Holding hat bis jetzt nur diese Zeitung. Sie hat noch ein Portal in der Weltenschweiz und so weiter. Das ist ja gut. Und die will die Vielfalt. Und die ist wunderbar, dass man das noch, dass es noch Leute gibt, die das wollen in der Schweiz. Sie zum Beispiel und Ihre Brüder sagen über Sie Folgendes. Wenn jemand mich würde vor die Frage stellen, welche Eigenschaft mein Bruder sicher nicht hat, dann würde ich sagen, er ist nicht ehrgeizig. Er ist nicht ehrgeizig. Nein, ist nicht ehrgeizig. Und hat all das geschafft ohne Ehrgeiz? Weil es eine ganz eine miserable Verunstaltung ist von der Wirklichkeit. Schon wieder miserabel. Wenn man meint, ja, wenn man meint, ohne Ehrgeiz geht gar nicht. Sind Sie verstanden? Sind Sie nicht ehrgeizig?
Nein, in dem Sinne nicht. Was ich will, ich schaue für die Schweiz. Darum können Sie von mir hinsitzen und sagen, Sie haben am Sonntag dort und dort verloren. Das ist doch nicht meine Sache. Ich habe ja auch nichts zu verlieren. Sagen Sie mir, was soll ich verlieren? Ich weiss es nicht. Vielleicht Ihre Machtposition. Ja, ich bin ja nicht so, dass ich grundsätzlich immer Nein stimme, wenn die Klasspolitik für etwas ist. Aber es gibt ganz schwere Interessengegensätze. Das sind vor allem in der EU-Frage, da wo die Klasspolitik trainiert und die Leute nicht. Und es gibt eine schwierige Angelegenheit, das ist bei den Steuern. Klasspolitik will hohe Steuern und hohe Schulden und das Volk will es nicht. Darum bin ich so für die Volksabstimmung. Ich bin auch für die Wahl vom Bundesrat. Das Volk, die müssen herren an die Betroffenen. Gut, die Abstimmung kommt noch. Wir haben noch eine Stimme da, die Sie sehr gut kennt, Ihren Biograf und Stadthalter in Basel. Ich glaube nicht, dass er das Gefühl hat, seine Zeit sei abgelaufen. Warum? Das glaube ich überhaupt nicht. Der Christoph Blocher ist jetzt einfach jemand, der nicht das Gefühl hat, dass seine Zeit je abläuft. Also ich glaube, er hat eine Mission, er weiß, was er will, politisch will. Er will politisch etwas bewirken. Er kann das zu einem grossen Teil immer noch. Und solange er das spürt, wird er weitermachen. Haben Sie wirklich das Gefühl, Sie könnten noch viel Positives bewirken? Ich weiß nicht. Ich mache so lange, wie man mich braucht. Und ich lange so, wie man macht. Dass Sie sagen, ich soll schon lange abtreten, ist natürlich noch kein Ding. Nein, das sind Ihre Parteimitglieder. Ja, gut. 45% von denen haben gesagt, sie sollten abtreten. 45% von Ihren SVP-Leuten. Wo? In einer Umfrage das letzte Jahr. Ja, dumm. Und nachher gehe ich an die Delegiertenversammlung und dann sind es drei. Genau. Dann sind es drei, die sagen, Ihnen haben alle Angst, ja, oder? Gut. Und dann folgen Sie ihnen. Sie haben Respekt vor Ihnen oder vielleicht auch Angst? Ich bin ja nicht, ich habe mich ja nicht selber in das Amt, ich bin ja gewählt worden. Aber das höre ich jetzt immer. Deine Uhr ist abgelaufen, die Zeit ist abgelaufen. Der Stern ist schon so gesucht, der kommt bald an der Erde wieder raus. Okay, danke vielmals. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Danke vielmals. Morgen Abend übrigens gibt es den Literaturclub. Diese Sendung gibt es wieder nächste Woche. Ihnen eine ganz gute Woche und eine gute Nacht.